Thermalwasser, die heilende Kostbarkeit aus der Tiefe. Geduldig sprudelt das weiße Gold hier in Bad Krozingen an die Oberfläche. Die Vita Classica Therme sind das Herz der Geschichte, die hier geschrieben wurde. Alles begann vor genau 100 Jahren. Ein Mannheimer Fabrikant hatte Kostbares in der Tiefe vermutet und auf freiem Feld nach dem Schatz gebohrt, der ihm und den Bad Krozingern Wohlstand und Reichtum bringen sollte. Und tatsächlich wurde er nicht enttäuscht, auch wenn zunächst einmal alles anders kam als geplant. Eigentlich wollte man nach Öl bohren, so eine Grenze zu Frankreich. Nach 300, 400 Meter haben wir ein bisschen warmes Wasser gefunden. Alles kein Problem, Öl kommt noch. Und nach 600 Meter hat man dann gesehen, kein Öl da, sondern unser weißes Gold, warmes Mineral-Thermalwasser. Zunächst war man etwas enttäuscht, aber schon hat man dann gesehen, man kann mit dem warmen Bad Krozingen Mineralthermal sehr, sehr viel Gutes tun. Das Thermalwasser der Vita Classica. Ein Jungbrunnen. Es steht für Gesundheit und Lebenskraft. Und bis heute hat das Heilwasser nichts von dieser Kraft verloren. Damals waren es einfache Holzzuber, in denen die Bad Krozinger die neue Attraktion im Ort kennenlernen durften. Offiziell und inoffiziell, am Tage, am Abend und in der Nacht. Doch schon bald sollte mehr daraus entstehen. 1914 wurde schon das erste Kurmittelhaus eingeweiht. Da hatte man schon Kurbetrieb letzten Endes, zum Beispiel Badebetrieb. Und in den 20er Jahren ging es eigentlich ganz, ganz schnell, also nach dem Ersten Weltkrieg. Da sind wir mit Rezept, mit Forschungseinrichtungen, geregelter Ablauf und mit Kuranwendungen hier eingestiegen ist. Jetzt komme ich wieder zu spät für den Privatempfang. Das sind Sie ja, meine Privatpatienten. Professor Dr. Remlinger war einst der erste Kur- und Badearzt in Bad Krozingen. Heute teilt Schauspieler Klaus Millmeier in seiner Rolle als Figur der ersten Stunde sein unerschöpfliches Wissen mit jedem, der sich für die 100-jährige Geschichte interessiert. Und es gibt viel zu erfahren auf einer amüsanten Reise durch die Vergangenheit. So lüftet der Professor auch das Geheimnis um die Herkunft des Wunderwassers. Es ist nichts anderes wie Regenwasser. Schauen Sie, der Regen regnet hier praktisch über dem Schwarzwald ab, versickert durch das Erdreich und kommt hier, dieses Dunkle, ist eine wasserundurchlässige Gesteinsschicht und kommt praktisch auf diese Gesteinsschicht und fließt auch unterirdisch am Schwarzwald hinab, hier ins Markgräflerland. Hier kurz vor Staufen hört praktisch dieses wasserundurchlässige Gestein auf und es ist ein Wechsel in den Muschelkalk hinein. Muschelkalk ist ein reines Ablagerungsgestein. Es ist sehr poröse. Dadurch gibt es auch viele Risse drin durch Erdbewegung. Unter diesem Muschelkalk hat es wieder wasserundurchlässige Schicht und dort sammelt sich dieses Regenwasser an. Da diese Schichten mehrere hundert Meter unter der Erde sind, versteht sich von selbst, dass das Wasser vom Erdinnern erwärmt wird, bei uns hier auf eine Temperatur von etwa 40 Grad Celsius. Das kann mal ein bisschen schwanken um 1-2 Grad, aber sonst ist diese Temperatur vollkommen konstant. Und jetzt sehen Sie schon, die erste Bad Krozinger Quelle ist heute nicht mehr aktiv. Die Nena-Quelle, benannt nach einem berühmten indischen Freiheitskämpfer, ist in den 30er Jahren nahezu versiegt. Stattdessen aber haben gleich drei weitere Quellen ihre Nachfolge angetreten. Sie sorgen bis heute zuverlässig für den heilsamen Thermalwassersegen. Zwei davon sind im Kurpark, die dritte ist direkt nahe dem Gebäude unserer Vita Classica hier in Bad Krozingen. Also man kann sagen, dass eine Quelle im Prinzip in einer Sekunde 10 bis 14 Liter fördern kann. Wir brauchen die Wassermenge von einer einzigen Quelle. Und trotzdem haben wir drei Quellen und alle 14 Tage wechseln wir die Quellen. 14 Tage Quelle 1, 14 Tage Quelle 2 und 14 Tage Quelle 3. Dass wir immer genau wissen, alles technisch in Ordnung, es ist genügend Wasser da. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen für die nächsten weiteren 100 Jahre. Die Vita Classica, eine Erfolgsgeschichte. Bad Krozingen gehört heute zu den bedeutendsten Kurstätten Deutschlands. Sein Thermalwasser zudem zu den mineralreichsten.
Das Angebot der Vita Classica hat sich über die Jahre stets erweitert, immer inspiriert durch fremde Kulturen. Zum 100-jährigen Jubiläum wurde das Bad saniert und modernisiert. Mit der 200 Quadratmeter großen Sonnenkollektoranlage auf dem Dach hält Nachhaltigkeit und Klimaschutz Einzug in die Welt der Therme. Mit einem neuen Wohlfühlgewand startet die Vita Classica in Bad Krozingen in die Zukunft. Aus dem einstigen Zufallsfund ist heute ein Ort entstanden, der Platz bietet zum Genießen, Entdecken, Staunen und Entspannen.